bin in Brauweiler geboren, dort auch aufgewachsen, als 10. Geschwisterkind. Alle aus meiner Familie sind ziemlich fußballverrückt. Meine Schwester mochte es auch, Fußball zu spielen und ja, wir konnten uns immer betteln, zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten. Natürlich ein sehr schönes Gefühl, seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben, was nicht direkt bedeutet, dass man es schon geschafft hat. Ich glaube, dass man sich dann trotzdem immer noch beweisen muss. Das macht man durch gute Leistung und das ist mir natürlich auch gelungen. Das ist was sehr Besonderes ist, der jüngste Deutsche zu sein, der in der Europa League trifft. Ich glaube, Rekorde zu brechen ist immer ja, was Besonderes. Und ja, ich glaube, dass man dafür als Sportler auch lebt, für diese Momente. Wenn man dann gesagt bekommt, dass man einen Kreuzbandriss hat, dann ja, ist man erstmal schockiert. Ich glaube, das Schwierigste ist einfach zum Zeitpunkt der Diagnose. Weint vielleicht ein bisschen, weil man ja, denkt, ich kann jetzt für eine lange Zeit keinen Fußball spielen. Die Trainer, die Physios, die haben mit mir einfach sehr gut gearbeitet. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Natürlich auch manchmal kleine Rückschläge, aber ja, dadurch, dass wir so gut gearbeitet haben und auch immer vorangekommen sind, hat es auch eigentlich ab und zu mal Spaß gemacht. Dass man dann einfach vollen Fokus nach vorne hat und ja, einfach jeden Tag nutzt, ja, um wieder zur alten Stärke zurückzukommen. Ich als junger Spieler auf jeden Fall noch sehr viel lernen kann. In der Europa League gegen Teams spielt. Ich glaube, dass man dort auch gegen sehr gute Teams spielt. Auch internationale Mannschaften, ja, die man nicht so kennt. Ja, ich glaube, das entwickelt einen auf jeden Fall als junger Spieler vor allem auch. Dass man ja, gegen andere Mannschaften, andere Spieler spielt, die anderen Fußball spielen. Und, ich glaube, dass man daraus sehr viel mitnehmen kann. Ja, ich glaube, viel Motivation braucht man nicht, wenn man in einem Spiel von der Europa League steht. Ich glaube, ja, dass diese Atmosphäre in den Stadien einfach ja, auch was ganz Außergewöhnliches ist. Es war sehr schön. Ich konnte 2, 3 Gegenspieler ausspielen und dann am Ende noch das Tor machen und ja, wir haben uns einfach riesig gefreut und hat nochmal Energie freigesetzt. Ich will jedes Spiel in der Europa League ja, mein Teil dazu beitragen, dass wir die Spiele gewinnen, die wir haben. Jeder aus der Mannschaft oder jeder Spieler, der in der Europa League spielt, will ins Finale kommen und natürlich dann auch zu gewinnen. Ja, das ist natürlich auch mein Traum. Dieses Jahr einfach auch meine Trophäe zu gewinnen.